Cristiano Ronaldo, zuckersüße Überraschung Freundin Georgina Rodriguez. Wow, wer wird schon mit solch einer Überraschung auf dem Hotelzimmer begrüßt? Georgina Rodriguez. 28, Partnerin von Cristiano Ronaldo, 37, durfte sich jetzt über einen ganz besonderen Kuchen freuen. Das Model reiste mit den Kindern nach Katar, um dort Cristiano bei der aktuellen Fußball-Weltmeisterschaft anzufeuern. Dort fand sie einen riesigen Kuchen in Form ihres Freundes vor, der einen eckigen Fußball wegschießt, auf dem Georgina und die Kinder sitzen. Doch als würde das noch nicht reichen, hat auch Georgina eine eigene Torte erhalten, die sie abbildet und auf der das Wort Congratulations steht. Anlass ist ihr Auftritt bei den lateinamerikanischen Grammys. Die Kids sind von so viel Kuchen und zusätzlichen Süßigkeiten, die um die Überraschungen drapiert wurden, natürlich begeistert, wie ein Instagram-Post zeigt. Wie süß ist das denn bitte? Harper Beckham, 11, das Nesthäkchen der Familie, schrieb Bruder Romeo Beckham, 20, einen Brief, der jedes Geschwisterherz zum Schmelzen bringt. Romeo selbst war davon so gerührt, dass er den handgeschriebenen Zettel seiner Schwester in seiner Instagram-Story postete. Der 20-Jährige befindet sich gerade mit seinem Fußballverein Inter Miami CFII in Holland. Zum Abschied schenkte Harper ihm einen Brief, der schöner nicht sein könnte. Lieber Romeo, ich hoffe, du hast so viel Spaß in Holland, ich werde dich vermissen. Ich bin so stolz auf dich und deinen Fußball, gut gemacht. Ich bin so glücklich und dankbar, dass du mein älterer Bruder bist. Ich bin der glücklichste Mensch aller Zeiten. Ich liebe dich von ganzem Herzen, steht darauf geschrieben. Unterschrieben hat Harper mit Liebe gleich Lieblingskind, Acker gleich Harper. Dazu malte sie ein paar rote Herzen. Verständlich, dass Romeo diese Liebeserklärung unbedingt seinen FollowerInnen zeigen musste. Julia Roberts, 55, feiert den Geburtstag ihrer Zwillinge, Phineas und Hese sind am Montag, 28. November, 2018 Jahre alt geworden. Anlässlich des Ehrentags postete die Schauspielerin ein seltenes Foto ihrer Kinder. Auf ihrem Instagram-Account teilte die Pretty Woman-Darstellerin eine alte Aufnahme, auf der ihre Zwillinge als Babys zu sehen sind. 18, kommentierte sie das Bild. Ich liebe euch. Anführungszeichen. Julia Roberts ist seit 2002 mit dem Kameramann Danny Mudder, 53, verheiratet. Die zweieiigen Zwillinge Phineas und Hazel wurden 2004 geboren. Das Paar hat außerdem noch einen zweiten Sohn, den 15-jährigen Henry. Seit Mai 2022 sind Justin Long, 44, und Schauspielkollegin Kate Bosworth offiziell ein Paar. Dass die beiden schwer verliebt sind, stellen sie immer wieder unter Beweis. Erst vor kurzem machte die 39-Jährige ihrem Partner via Instagram eine rührende Liebeserklärung, nun ist Justin wieder an der Reihe. In der Today Show spricht der Verrückt nach dir Darsteller jetzt über seine Beziehung und verrät, dass er seine Freundin mit Katrin anspricht. Das ist ein bisschen persönlicher. Auch wenn es länger ist und es nervt, es auszusprechen, scherzt er und erklärt, dass es schön sei, sie mit ihrem vollen Namen anzusprechen, während der Rest der Welt sie als Kate kennt. Außerdem hat der im US-Bundesstaat Massachusetts lebende Schauspieler erzählt, dass er und Kate für die Thanksgiving-Feier nach Connecticut zu seinen Eltern gefahren seien. Zuvor habe er Rosenkohl zubereitet, wir etwa anderthalb Stunden mit Rosenkohl im Auto gefahren. Ich weiß nicht, ob sie das schon mal gemacht haben, es ist ein sehr ausgeprägter Geruch. Anführungszeichen. Wenn ein prominenter Fan auf sein großes Idol trifft, wird auch er plötzlich wieder zu einem aufgeregten Teenie. So erging es gerade Superstar Adele, 34. Die Sängerin konnte nach einer Verschiebung ihrer geplanten Las Vegas-Auftritte endlich ihre Konzertreihe im Caesars Palace Kolosseum starten. 32 Mal steht Adele in diesen Tagen auf der Bühne und wird ihren vielen Fans mit ihrer fulminanten Show
in der sie sich sogar wie eine Magierin wegzaubert, den Atem rauben. Jemand, der Adele wiederum beinahe den Atem geraubt hätte, war eine Zuschauerin im Publikum. Zum Glück bemerkte sie die berühmte Kollegin erst hinterher auf einem Video, sonst wäre sie in dem Moment wohl auf der Bühne vor Begeisterung ausgeflippt. Gott sei Dank hattest du einen Hut auf, Shania Twain. Ich wäre in Flammen aufgegangen, wenn ich gesehen hätte, dass du es warst. Ich verehre dich, ich kann nicht glauben, dass du zu meiner Show gekommen bist, schrieb Adele zu einem Screenshot in ihrer Instagram-Story, auf dem sie ins Publikum schaut, aber Sängerin Shania Twain direkt vor ihr gar nicht wahrnimmt. Der Tat- und Impress-Mimuch-Interpretin ist auf der Aufnahme deutlich anzusehen, wie sehr sie die Show von Adele genießt. Wahrscheinlich sind hier zwei Megastars und gegenseitige Fans aufeinander getroffen. Wir haben News verpasst. Die Hollywood News der vergangenen Woche lesen Sie hier. Endete Quelle: Instagram.com, Today.com, YouTube.com.